Das hast du schön gesagt. So, ihr Leute, ihr habt... Hab mich so ein bisschen verschwätzt. Ajo. Für das erste Mal ist es doch ganz... Wir haben noch einen anderen Co-Moderator, weil der Lars nicht rangehen will. Keine Ahnung, was der hat. Ich sage euch hier einen guten Tag. Jeder, der den Kanal nicht abonniert, geht dann auf die Klappe. Sonst gibt's das mit Money. Hans gehört. Massimo, wie ist denn das Wetter bei dir? Ajo, wir arbeiten immer noch trocken. Jo. Ich fahre nicht viel. Ja, Wolke ist ein paar da. Sind aber nicht schwarz, weiß. Dinge tief ohne. Jo, will ich machen. Ajo. Sonst so? Jo, top fit. Nächste Woche gibt's Serie. Ich auch. Wie guckt bei dir das Wetter? Wie bei mir guckt das? Muss ich aber einmal gucken. Jo, muss. Jo, ein bisschen wolkig, ansonsten geht's eigentlich. Jo. Solange es nicht gewittert, tut es doch alles in Butter. Boah, kann ich nicht wissen, wie so sauer ist mir egal. Ich bin am Schlafen. Ah jo. Dann bringst du das Video raus. Hä? Mit der Karte hochladen. Ich muss gucken, wie es mit dem Schneider läuft. Tut weh. Jetzt wollte ich schon schlaufen. Ah jo. Alt Lars ist gerade schon wieder am Nerven halt so, dass wir... Dass der seine Rubrik machen kann. Warte mal, ich kenn's ja vorbeigemuffen, um oben auf die Fresse zu schlagen. Lick. Luftlinie 100 Meter. Ist ja praktisch. Lars erklärt's. Ballaststoffe, unser heutiges Thema. Ballaststoffe sind unverdaulich für unseren menschlichen Körper. Jetzt fragt man sich, wozu brauchen wir sie? Ballaststoffe regen die Darmtätigkeit an. Kühe sind auch Wirbeltiere und verwandt mit uns Menschen, können genauso wenig Gras und solche Pflanzen verdauen. Jetzt fragt man sich, wie machen sie trotzdem? Sie haben ein Tierchen, Flippertierchen in ihrem Hansen, die das für sie verdauen. Ballaststoffe sind in aller Regel Zellulose. Zellulose ist das Zellwandmaterial der Pflanzenzellen. Deshalb kann man davon ausgehen, dass jede Grünpflanze Ballaststoffe enthält. Ballaststoffe sind wichtig für den Menschen, weil ansonsten hätte man nichts im Darm und dann käme nichts voran. Oder raus. Jo, oder raus. Mach mal froh. Nee, mach weiter. Propangas. So was immer Propangas. Ich schau mal die zwei Themen aus. Propangas ist ein Gas. Das brennt, ist aber nicht brandfördernd. Man braucht Sauerstoff, dann wird ein sehr explosives Gemisch. Oh. Das hast du auch schön gesagt. Und ich jetzt sagen, das war's mit Lars erklärt. Sag tschüss. Tschö. Hallo, da sind wir nochmal. Und jetzt kommen wieder unsere Top-Kommentare. Jo. Fangen wir mit den Grüßungen an, oder? Was? Mit den Grüßungen. Fangen wir mal jetzt an. Ja, natürlich. Der erste Gruß geht raus an den Abonnenten der Jugendfeuerwehr Otzenhausen. Dann hätten wir noch von Mirko Luther, dass er gerne einen Gruß hätte. Und vom X-Flex. Du kannst dir sagen, nicht warum Robin nicht gegrüßt. Dann noch, dass er ein Klo sauber machen wollte und dass er da ein Tisch anschafft wünscht. Jo. Und der gute Mirko Luther wird noch gerne von da, dass er den Begriff du Jockel erklären möchte. Muss ich das jetzt echt machen tun? Hey, natürlich, das ist das Schöne. Nauer Spielschei. Jo, ihr schicke mal Begriffe und ich muss die erklären. Ihr habt's verstanden? Schreibt direkt was unten, was ich erklären soll. Ein bisschen harmonieren habe ich noch, falls er es noch nicht gemacht hat. Wie war der Begriff Nomo? Ey, du Jockel. Das ist einer, der eigentlich von der anderen beleidigt gibt. Irgendwie halt, was weiß ich, er hat irgendwas blöd gemacht oder was und die anderen kennen nicht aus, der oder halt, wie heißt, welche. Der hat was gemacht, wofür die anderen halt auslachen tun und die anderen nennen dann einfach der Jockel. Oder? Ja, so geht was uns da. Na ja, gut, dann hat Jonas artikuliert für heute. Top-Kommentare genannt. Ey, hab ich doch schon noch nicht gekriegt und Kommentare von denen vorgelesen. Achso, ja, das muss ich natürlich auch sagen. Das hab ich so nicht mitgekriegt. Ey, jo, die wurde ich zusammengelegt, das war ja nicht so viel. Jo, ist gut jetzt. Schalten Sie auch bei der
Star Talk.